Genau, also, diesmal ist sogar Autos mit dabei. Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Ich fahre das vierte Mal jetzt im Endeffekt schon auf. Das dritte Mal mit den Bayern-Freunden und dann einmal jetzt, da war ich so sondermäßig unterwegs. Und es ist ja so, dass ich darum mitgekriegt habe, dass die Leute wirklich nichts mehr haben. Sprich nur die Klamotten, was sie so haben und dann sonst nichts mehr. Das Auto ist weg. Versicherungen haben es auch nicht dafür gehabt und für da haben die Autos gedacht, dass betroffene Leute die Autos kriegen, die nachweisen können, dass sie keine Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung haben, wo das Auto über Versicherung bezahlt wird oder eine vom Gebäude Elementarversicherung, ja, dass die halt damit mobil werden, dass sie eine Baumaterialien heimfahren können oder allgemein auch wieder in den Baumarkt fahren können. Die Autos haben teilweise 15 Kilometer vom Wohnort weggeschwappt worden. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich unterstütze das Ganze. Habe ich mit ein paar Firmen zusammengetan und genau, die Autos zusammengesammelt. TÜV haben sie alle? TÜV haben sie alle neu, die was jetzt da drauf haben. Das heißt, sie fahren mindestens zwei Jahre? Zwei Jahre haben sie jetzt mal gesichert. Mhm. Und wie viele Autos fahrt ihr jetzt noch auf? Wir haben insgesamt 21 Autos, die jetzt heute mit aufgenommen. Wir werden jetzt in Schwäbisch Hall, werden noch 6 Sitze von einer anderen Werkstatt, die mit den Transportproblemen haben. Und dann habe ich noch gesagt, wir haben so scharfe Kinder, dass wir noch einen Transporter auftreiben, der jetzt schon unterwegs ist, der jetzt Schwäbisch Hall hinfährt und da die 6 Autos zunimmt, die wohl auch wohlgemerkt komplett durchgewartet haben, sprich TÜV neu alles gemacht worden haben, dass die 100%ig für die nächsten 2 Jahre auch laufen. Riesensache. Dass die da oben jetzt nicht die erste Zeit gleich wieder sagen, jetzt habe ich ein Auto gekriegt und muss dann gleich in die Werkstatt bei anderen, irgendwas anderes kaputt ist. Das haben wir ausgemerzt. Gehen die da die Bemühungen weiter? Also, wenn sie noch wieder aufgetut, darf es dann nochmal aufgefahren? Wie gesagt, ich fahre schon nochmal auf. Ich stehe noch 5 daheim, okay, die noch nicht fertig haben von der Reparatur her. Und ich habe gesagt, ich gebe die Autos nur raus, wenn sie komplett hergerichtet haben. Donnerstag gehen die Autos bei mir nicht raus. Super. Ganz große Klasse.